freuen uns über eure Teilnahme und wünschen euch viel Spaß. Dann fangen wir mal gleich an. Steht alle mal bitte auf. Zuerst zeigt ihr mit beiden Händen ein L und führt sie horizontal zusammen. Dann wechselt ihr die Position. Nach ein paar Mal könnt ihr schneller werden. Diese Übung gehört zur Live-Kinetik und bei diesen Übungen werden neue Synapsen verknüpft. Das heißt ja nicht umsonst, Bewegung macht schlau. Drückt nun mit der linken Hand die Daumen und sagt mit der rechten Hand ein Super. Und auch das wieder im Wechsel. Fangt ruhig langsam an und konzentriert euch auf die richtige Ausführung. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Bekanntlich macht Übung ja den Meister. Als nächstes machen wir das Kopfpendel. Hier drehen wir den Kopf von einer zur anderen Seite. Dabei wird eure Nackenmuskulatur mobilisiert. Stellt euch schulterbreit hin, um einen sicheren Stand zu ermöglichen. Wichtig ist, dass ihr wirklich nur Halbkreise macht und keine Bewegung nach hinten ausführt. Sehr schön. Als nächstes greifen wir im Wechsel weit nach oben, so weit ihr könnt. Am besten stellt ihr euch auf Zehenspitzen, damit ihr die maximale Länge in eurem Körper erreicht. Diese Übung mobilisiert den ganzen Körper. Die nächste Übung ist die dynamische Seitneigung. Lehnt euch abwechselnd in eine Richtung und lasst die Hüfte dabei gerade. Steht wieder schulterbreit. Diese Übung mobilisiert den ganzen Rumpf. Die nächste Übung ist Schulterkreisen. Nehmt dafür die Fingerspitzen auf die Schultern und streckt die Arme nach vorne. Zieht die Ellenbogen so nah wie es geht an den Ohren vorbei und betont besonders die Bewegung nach hinten. Macht so große Bewegungen, wie ihr könnt. Und Richtungswechsel. Nun nehmt ihr beide Hände zu einem Namaste zusammen. Mit dem Einatmen führt ihr die Hände nach oben, beim Ausatmen nach hinten und bei der nächsten Einatmung verschränkt ihr die Hände und öffnet den Brustkorb. Nochmal. Einatmen, ausatmen, beim Verschränken wieder ganz tief einatmen. Und noch ein letztes Mal. Ausatmen, Hände verschränken und tief einatmen. Sehr schön. Als nächstes heben wir die Fersen vom Boden, halten kurz und senken sie wieder. Diese Übung aktiviert euch und es wird viel Sauerstoff durch euren Körper gepumpt. Achtet auch hierbei auf einen hüftbreiten Stand. Macht diese Übung ein paar Mal. Und falls etwas wackelig ist, könnt ihr euch auch gerne abstützen. Nun dehnen wir die Nackenmuskulatur. Dazu stellt ihr die Hand an und richtet den Kopf zu der entgegengesetzten Seite. Achtet auf einen hüftbreiten Stand, um stabiler in der Bewegung zu sein. Spürt eine leichte Dehnung im Nacken. Und dann wechselt die Seite. Wenn ihr merkt, dass die Dehnung nachlässt, könnt ihr gerne langsam verstärken. Als letzte Übung machen wir nun die Trizepsdehnung. Die Ausgangsstellung ist wieder ein schulterbreiter Stand und der nach oben zeigende Ellenbogen wird von der anderen Hand gefasst und zur Seite gezogen, bis eine Spannung entsteht. Ihr könnt auch hier gern wieder ein bisschen nachziehen und dann einen Seitenwechsel. Haltet hier ruhig kurz. Sehr schön.
Und nochmal alles auslockern, damit ihr euch weiter in eure Arbeit oder in das Studium stürzen könnt.